Guten Morgen. Neben mir habe ich einen Stapel Bücher, den will ich in die Schule mitnehmen, um zu schauen, ob ich die Bücher an Schüler oder Lehrer loswerde. Falls jemand das rechtzeitig sieht und eines der Bücher haben möchte, nur ruhig, nur schreien und sich bei mir melden, dann reserviere ich die Bücher. Mal sehen. Fangen wir an mit Getting Things Done von David Allen. Hört man in letzter Zeit viel davon, habe ich mir gekauft, weil ich mir dachte, oh ja, ich will organisiert werden. Aber ich meine, ich muss den offensichtlichen Witz machen, dass ich keine Zeit hatte, das Buch zu lesen. Eher ist es so, dass ich festgestellt habe, ich fühle mich gar nicht so unorganisiert, ich komme ohne zurecht. The Germans. Ein amerikanisches, wenn ich mich recht erinnere, Sachbuch über die Deutschen. Ich wollte mal wissen, was die Amerikaner von den Deutschen so halten. Hab's nie gelesen, weil ich dann doch nicht so genau wissen wollte. Ah ja, Tales Out of School von Patrick Welsh. A Teacher's Candid Account from the Front Lines of the American High School Today. Das habe ich mir deshalb besorgt, weil in einem alten Englisch-Schulbuch der 9. Klasse ein Auszug draus war, der mich interessiert hat. Und dann habe ich mir das ganze Buch besorgt. Hab festgestellt, dass der Auszug eigentlich mit dem Originalbuch nichts zu tun hat. Ist vermutlich interessant, aber ich hatte nie Zeit und Lust. Bouncers, ein englisches Theaterstück, bestimmt in Edinburgh uraufgeführt. Weiß ich nicht. Er hat jedenfalls dort Preise gekriegt. Fringe Festival. Bouncers, ein Theaterstück um Rausschmeißer in einem englischen Club. Das hat das Anglistentheater an der Uni gespielt, als ich dort war. Und darum habe ich es mir mal besorgt als mögliche Dramenlektüre für den Englischkurs. The Penguin Book of 18th Century English Verse. Ja, wer sich für Lyrik, englische Lyrik des 18. Jahrhunderts interessiert, für den ist das genau richtig. Ich glaube, 17. Jahrhundert würde ich behalten. Und 16. Zeichen der Zeit, ein deutsches Lesebuch. Fischer Bücherei. Das ist ganz praktisch, das habe ich mir als Anthologie mal besorgt, mit ganz vielen schönen Sachen drin. Aber die habe ich inzwischen praktischer in anderen Anthologien. Ah ja, dann 1, 2, 3, 4, 5 Bände Art Buchwald. Wie spricht man aus? Buchwald? Also eher Buchwald, ein amerikanischer Satiriker, ausgezeichnet, der vor einem Jahr gestorben ist. Die werde ich einfach nur los, weil ich sie auf Deutsch gelesen habe und jetzt einen Teil davon auf Englisch habe und die deutschen Ausgaben nicht brauche. Ein Jugendbuch, der geheimnisvolle Reisende. Klassische Kriminalerzählungen. Das habe ich noch aus meiner Jugendzeit. Fängt an mit E.T.A. Hoffmann, das Fräulein von Scudery. Und geht mit ähnlichen Geschichten weiter. Bestimmt ganz nett, aber die Texte habe ich alle in anderen Ausgaben. Bayer Lindauer, lateinische Grammatik. Für jeden. Ich glaube, die hat man immer noch. Ich habe sie im Lehrerzimmer noch rumliegen sehen. Die habe ich mir damals besorgt, als ich das Latinum an der Uni nachgeholt habe. Denn als deutscher Englischlehrer im Bayerischen Gymnasium brauchte man damals zumindest noch das Latinum und an der Schule hatte ich nur Chemie. Ich würde mich nicht von dem Bayer Lindauer trennen, wenn ich nicht durch Heirat an eine zweite Ausgabe im Haushalt gekommen wäre. Jetzt eines meiner schwersten Bücher, The Complete Bernard Shaw Plays. Ein dicker Wälzer. In England mal gekauft, da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Wie viel? 8 Pfund anscheinend. Ja, sämtliche Stücke in einem Band. Ein ziemlich schweres Buch. Other Fires, Short Fiction by Latin American Women. Das ist doch Geschenk oder Erbschaft in unseren Haushalt gewandert. Glaube ich. Adventures in the Alaskan Skin Trade, John Hawkes.
Das habe ich mir gebraucht in England gekauft, weil ich ein anderes Buch von John Hawkes gelesen hatte, Travesty, das mir sehr gut gefallen hat. Das fand ich ganz nett. Ich habe nur draus behalten, dass es das erste Buch war, in dem ich gesehen habe, wie jemand Eierschalen in den Kaffee tut beim Kaffee machen. Ich habe es danach noch in verschiedenen Filmen gesehen und anderen Büchern gelesen, weiß immer noch nicht genau, warum man das tut. Entweder verbessert es den Geschmack oder weil das Pulver dann dran kleben bleibt. Falls es jemand mehr weiß, würde ich es gerne erfahren. Sea Biscuit, an American Legend, ein Sachbuch über ein Pferd namens Sea Biscuit, eines der berühmteren Rennpferde in den USA aus den 30er Jahren. In den Hörspielen in den 30ern taucht es ab und zu auf. Ist verfilmt worden mit Tom. Nein, mit diesem jungen Mann, Toby, diesen jungen Mann, der Spider-Man gedreht hat. Als letztes Hunters in the Snow von Tobias Wolff. Oh, sogar mit Exlibris von mir. Auch mal gebraucht gekauft. Kurzgeschichten von Wolff. Ganz nett, aber ich kann mich an die Kurzgeschichte nicht erinnern und darum trenne ich mich von dem Buch. Ich glaube, das war's. Falls jemand was davon haben möchte, einfach bei mir melden, ansonsten kommen Sie auf den Grabbeltisch in der Schule.